Hallo liebe Schlagzeuger, ich bin Matthias von Time to Groove und wir wollen uns heute mal mit der Frage befassen, muss ich als Schlagzeuger Noten lernen? Ja, das ist natürlich eine relativ spannende Frage. Hierzu gibt es geteilte Meinungen. Der klassische Musiker lernt auf jeden Fall grundlegend immer die Note. Das heißt, auch ich in meiner Kindheit bin klassischer Schlagzeuger geworden als erstes. Und der Fokus lag also hier darauf, möglichst schnell so ein ganzes Blatt Noten runterspielen zu können. Wie gesagt, wir haben das damals exzessiv betrieben und ich bin ein sehr guter Notenleser geworden. Aber, jetzt kommt ein kleines Aber, am Schlagzeug selbst nutzen euch die Noten jetzt nicht ganz so viel. Also wenn man richtig gut so ein Blatt Rhythmusnoten ablesen kann, sind das noch lange keine Schlagzeugnoten. Und als Schlagzeuger, gerade in der Band als Schlagzeuger, bleibt und ist man ein kreativer Kopf. Das heißt, man spielt also musikalisch und man entscheidet autark, was man vielleicht in den Groove einbaut oder gerade bei Soliererei oder in Interaktion mit anderen Solos kann man sich schlecht an die Noten halten. Wogegen man natürlich als traditioneller Schlagzeuger, also wenn man in einem Orchester spielt, ist die Note vorgelegt. Das heißt, es gibt da keine große Wahl und jeder, der zum Beispiel das Triangel belächelt, das Triangel ist meistens in der Position schwierig, weil es kommt häufig im 83. Takt auf 3. Und wenn man das Stück jetzt nicht kennt, muss man also bis dahin zählen. Und verpasst man diesen Einschlag, hat man es verrissen. Ja, so viel ein bisschen da zum Vorspann. Also natürlich muss der Schlagzeuger sich mit der Note befassen. Ihr müsst wissen, die Noten sind ein allgemeines Kommunikationsmittel des Musikers. Jeder Musiker, der einigermaßen professionell unterwegs ist, bewegt sich oder spielt nach Noten oder schreibt seine Noten auf. Wir als Schlagzeuger befassen uns hier vor allen Dingen in erster Linie mit sogenannten Rhythmusnoten. Das heißt, diese Noten sind auch alle erstmal auf einer Zeile geschrieben und es geht darum, dass man weiß, wie gehen Achtel, wie gehen Sechzehntel, wie gehen Viertel, wie gehen die ganzen Kombinationen und die Pausen davon, um sich mit sogenannten Rhythmiken zu befassen. Natürlich gibt es auch richtige Drumset oder Schlagzeugnoten, die stehen dann so ein bisschen übereinander geschrieben, also oben ganz häufig die Hi-Hat oder die Becken, ganz unten die Bassdrum, weil das tiefste Instrument, in der Mitte häufig die Snare-Drum, zum Beispiel im Rock auf 2 und 4 und die Toms auf irgendwelchen Linien, die tatsächlich definiert werden. Jedes Buch, was also Schlagzeugnoten verwendet, da gibt es eine sogenannte Leiste, wo dann also steht, welche Note oder welche Zeile bedeutet welches Instrument. Ja. Okay, jetzt also für uns vielleicht nochmal zusammengefasst. Es ist also auch am Drumset wichtig, sich mit Noten zu befassen. Aber der Fokus, gerade hier auch bei mir zum Beispiel, ist jetzt nicht darauf, dass ihr eine superklasse, ich sage jetzt mal ganz in Anführungsstrichen, Notenabspielmaschine werdet. Ihr sollt es also als Kommunikationsmittel erfassen. Und deswegen erkläre ich das auch immer so, man muss mit den Rhythmiken oder mit dem Beat, ne, die Rhythmik auf dem Beat erkennen als Schlagzeuger, wenn man das hier so spielt. Und das muss mit der Zeit sowas wie Noten lesen werden. Das heißt, ne, lesen, wie man also früher als Kind auch gelesen hat. Zum Beispiel in der ersten Klasse die ersten Buchstaben zusammengefügt. Und ne, man kommt an die Bushaltestelle und liest so ganz langsam Boots. Ne? Und heutzutage ist das ja nicht mehr so. Man kommt an die Bushaltestelle, sieht das Wort und weiß, dass es Bus heißt. So ähnlich wollen wir das also hier mit solchen Rhythmusnoten auch machen, dass man also auf den Beat erkennt, was muss es denn alles sein. Und ihr müsst euch vorstellen, liebe Schlagzeuger,
gerade das, was wir hier machen mit den ganzen Rhythmusnoten, dort spielen wir im Prinzip verschiedene Rhythmiken zum Klick. Ne, wenn ich hier mal das Metronom, was ich sonst immer gerne anmache, wir lernen also in Time zu spielen, wir lernen Rhythmiken in Time zu fühlen und wir lernen nebenbei natürlich auch die Noten zu lesen. Ja. Das Ganze üben wir aber trotzdem meistens häufig, so wie auch Technik und sowas, alles hier an so einem Übungspad, weil am Schlagzeug ist es dafür viel zu laut und viel zu nervig. Viel zu nervig macht also keiner. Kurz gesagt, vielleicht, mir geht es also nicht darum, dass ihr die Mega-Notenleser werdet, aber ich möchte, dass wir uns regelmäßig damit befassen. Und dazu gibt es natürlich verschiedene Methodiken. Ne? Man kann sich jetzt natürlich zu Hause hinsetzen und die ganzen Sachen üben. Darüber freue ich mich auch sehr. Aber ich habe auch gemerkt in meiner längeren Zeit als Schlagzeuglehrer, dass die meisten Schüler ihren Input von hier mitnehmen. Ne? Also von hier aus im Unterricht, wenn man das zusammenspielt, wenn der mich hört, wenn er mich auch sieht im Augenwinkel. Und selbst wenn sich der Schüler mal verspielt, merkt er beim nächsten Takt, wenn die Noten wiederkommen, genau, das war so. Das hilft also sehr, sehr viel. Aus dem Grund bin ich auch davon überzeugt, dass das, was ich da jetzt angefangen habe, diesen YouTube-Kanal, wo man also sozusagen die ganzen Nummern auch zu Hause mit mir mitspielen kann, eine sehr, sehr gute Methode ist, zu Hause zu üben, trotzdem zum Beispiel mit mir zusammen und in Time. Man kann sich zum Beispiel auch die ganze Übung mal im Vorfeld anhören, kann sie sich mal also in Ruhe nur mitlesen und dann mitspielen. Das bringt also sehr viel. Abschließend will ich vielleicht noch sagen, wir arbeiten hier immer mit dem Buch Drum Basics von Hans-Peter Becker. Das liegt einfach nur darin, dass ich das schon viele Jahre verwendet habe und mich hier im Prinzip blind drin auskenne. Jedes Buch, was Rhythmusnoten hat, ist gut. Wir arbeiten hier mit dem. Falls das jemand braucht oder haben möchte, ich würde es nochmal im Prinzip unten in der Videobeschreibung einen Amazon-Link verlinken und schreibt das im Prinzip auch bei jeder Übung dazu. Also, so viel zu der ganzen Frage, muss ich denn als Schlagzeuger Noten lernen? Ja, aber nicht so lehrbuchmäßig mega schnell. Ich wünsche euch viel Spaß mit den ganzen Übungen. Geht die in Ruhe durch, spielt die mit mir mit. Ich werde immer wieder auch welche hochladen. Ich habe die meisten in einem relativ langsamen Tempo hochgeladen. Mache auch für die Fortgeschritteneren die Übung noch mal ein bisschen schneller. Und wie gesagt, insgesamt wird auch der Kanal hier immer schöner. Okay, ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Matthias.